Wenn die Beleuchtung in der Bar am Abend schwüret, wenn die Musik nen Slowfox spielt im müden Takt, kommt der Moment, wo mir am Körper ziemlich kühl wird. Denn ich entkleid mich dabei nackt, laut kontrakt. Mit meinem Tö-Kostüm beginnt die Demontage. Dann mach ich Ritsch und steig aus meiner Wäsche aus. Für die Entfernung der Kledage krieg ich Gage. Und steh ich ganz rein, dann gibt's Applaus. Aus der Provinz. Doch darum acht ich meine Arbeit nicht geringer. Nur wenn ich gerade im Licht mein letztes Hemd verlor, ist mir ein Schauen mir alle Leute auf die Finger. Man kommt sich immer zu beobachten vor. Hier ganz pudelnackt und verplaudere mich, dabei schaudere ich. Hier zieht's ja wie verrückt. Also wissen Sie, wenn man ein Nackedei von Ruf ist, muss man immer zu niesen. Erlauben Sie Ihrem Fräulein Tochter bloß niemals Strip zu teasen. Auch wegen der Männer ist mein Tun nicht streben. Ich bin meist unglücklich, wenn einer mir verfällt. Was kann ich mir denn nachts noch für eine Blöße geben? Der hat ja alles schon gesehen für sein Geld. Der kennt die Blinddarmnarbe und die Leberflecke. Ja, wie schon gesagt, der kennt mein ganzes Drum und Dran. Sagte einer in der Divan-Ecke, wenn du mich reizen willst, zieh dir bloß was an. Hör ich Musik, knapp ich mich auf, das ist abscheulich. So ging's mir neulich, ich war halb nackt. Gerade als in Lohengrin die Stelle mit dem Schwan kam und Karajan kam, fast aus dem Takt. Drum ist mir klar, dass ich das nicht mehr lange tun will. Ich will nicht immer dastehen, wie man mich erschuf. Noch höchstens 25 Jahre, dann setz ich mich zu. Das ist ein ganz und gar nicht anziehender Beruf.